Ja, Juventus hat 1:0 gegen Manchester City gewonnen, hatte zahlreiche Chancen, was ich mich erinnern kann. Ja, und Tottenham hat ein 3 zu 0 verspielt auf ein 3 zu 3. Für die hätte es natürlich auch besser ausschauen können. Und ich sage jetzt nicht, wer den Matchball hatte. So. So. Oh. Tottenham natürlich sich auch gewarnt vor Juventus, die da auch als Favorit ins Rennen gehen. Die eine sehr starke Partie gegen Manchester City abgeliefert haben. Oh ja. Die dann doch aber nur 1:0 gewonnen hat. Da waren zahlreiche gute Chancen dabei. Aber jetzt nochmal Tottenham. Bisschen angeklopft. Die auch, wie gesagt, gegen Lazio starke Anfangsphase hatten. Alter, das ist aber jetzt schon der Bonus. Der Superstar-Bonus. Was? Oh. Was? Was? Nach 8 Minuten Alter. verlässt Tobi Alderweireld. Alter. Das Spielfeld. Entschuldigung. Alter. Das ist jetzt Letzte Mal, uncool. glaube ich. Ach, dann spielt er aber so. Taugt man jetzt nicht ganz so, aber muss sein. Sorry für den. Macht nichts. Gehört dazu. Alter! Wie wär's mit Vorteil? Sandro, gelb. Könnte aber die sind nämlich aufregt. Könnte. Oh, Schon. schön gelöst. Ja, Alter. Scheiße. Aber das war jetzt ganz. Ja, na voll schon. Nein! Und Ronaldo. Oh, das war jetzt unglücklich. Er war zur Stelle. Zweiter Champions-League-Treffer. Goal from Juventus, number 7. Cristiano Ronaldo. Oh. Bisschen hektisch das Ganze jetzt hier.
Schon. Ja. Na. Mir schön. Ja, dabei spielen sie noch gut mit, eigentlich halbwegs. Oh, du fällst aus dem Weg. Oh, shit. Ich sag nichts mehr. Ein bisschen zu spät natürlich. Denke ich mal, das war jetzt abseits. Ja, auch sehr hartes Match eben schon. Der dritte Kabel, glaube ich, oder vierte sogar schon. Ja. Oh. Hätte ich schießen sollen. Ja, Tottenham versteckt sich aber trotzdem nicht. Das gefällt mir. Vielleicht habe ich hier sogar die bessere Aufstellung gefunden aus der Not heraus. Oh. Nein. Ist zwar nur eine Einsturmstrategie, was natürlich weh tut. Aber Kane stürmt doch schon die ganze Zeit eigentlich im Mittelfeld, also. Ja, gut, erst der Halbzeit. Glückliches Trefferchen. Der ist ein ordentliches Beutel für einen Fußballer, oder 90 Kilo. Ja. Die. Ich glaube auch, Ronaldo hat sehr viel Kilo. Na. Ist wurscht, man probiert es. Man probiert es einfach. Ronaldo hat auch so viel? Nein. Ich glaube, Ronaldo ist schon schwer. Aber bei dem ist das wofür Muskelmasse. Oder vielleicht bei dir auch? Stimmt. Aber der schaut bulliger aus schon, vom Bild her. Ups.
Oh, schon. Oh, warte mal, der hat die Wechsel. Scheiße, der hat die Wechsel nicht genommen. Ja, 83 Kilo hat er. Okay. Wieso hat der die Wechsel nicht genommen? Zu spät vielleicht. Na gut, die gelbe Karte muss raus. Matuidi. Na gut, dann machen wir es halt. Oh, Das schön ist noch gestört. Da wäre nicht perfekt in der Position gewesen. Naja. Scheiße. Oh. Das war jetzt riskant. Ja. Aber trotzdem gut gemacht. Oh, was war das? Richtig. Ja, wir haben Piontek die letzte Aktion. Ja, 1 zu 0 ist nicht viel. So wie sie am Anfang gestürmt sind, hätte ich mir nicht gedacht, dass es noch so lange so stehen bleibt. Ja, und vor allem, dass ihr jetzt noch die 10 spielen seid. Meter 8 und. Ja! Nein! Oh, Alter! Alter! Da war ja nichts, was Fangame im letzten Spiel vergeben hat, Alter.
Ja, das hat sich fast gerechnet. Ja, bist du Deppel, Alter. Ob es nochmal so eine Riesenchance geben wird, weiß ich nicht. Oh. Oh shit. Oh. Okay. War aber nicht so schlecht. Oh shit! Oh. Das könnte die zweite Rote bedeuten. Nein, gar nicht. Oh shit! Ah, das ist bitter. Rose verletzt. Ah. Ah, da hat er Ja. vergeben. Die sind am Sand von der Energie her. Bist du deppert? Ja, wirklich hohes Tempo. Ich nicht. Oh. Oh. Gut, Lobby. Oh nein. Das war Abseits. Oder? Gott sei Dank. Oder? Ja, Oder? Abseits. Ja. Ja, aber auch wieder eine gute Aktion von Fanggamer gesehen. Das lässt hoffen. Ja. Wir weiterspielen wieder zu 0. Und gewinnt 1 zu 0. Aber wie gesagt, Tottenham hat sich nicht schlecht präsentiert.